leid, Mr. Carlyle. Jack ist hoch. Spider-Man! Keine Autogramme, bitte. Ja, und hier herzlich willkommen zu Let's Play Spider-Man 3. Es gibt ja zwei Angriffstasten. Probier bei diesem Typen mal die andere aus. Gegner können unterschiedliche Moves blocken. Probier also ein bisschen herum, um Angriffe zu finden, die funktionieren. Du ausgewichen bist. Das bedeutet, ja, du kannst einen Konter starten. Drück Angriff, wenn das Symbol erscheint, um den Angriff deines Gegners zu kontern. Konter können nicht abgeblockt werden. So. Okay, ich bin wieder zurück. Hat gerade nicht gefunkt, nicht gefunkt, und dann musste ich neu starten und ja. Aber jetzt bin ich wieder für euch da. Und das hier ist anscheinend, glaube ich, mein Tutorial. Ich kann Talent gut einschätzen, Junge. Du hast nicht viel. Aber daran arbeiten wir. Bei den nächsten Gegnergruppen möchte ich, dass du die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgst. Mach alle aufgeführten Moves, danach geht's weiter. Okay, gut. Also wir müssen jetzt hier zweimal ausweichen. Komm doch, komm doch. Nicht übel. So, einmal ausgewichen. Weiter so. Martin, Martin, komm schon, schlag zu. Und da. Jawohl. So, der wäre hier. Und der wäre auch hier. Gut, dreimal kontern. So, einmal noch. Hey, so langsam kommst du rein. Das so, war gar gut. Okay, hör mit dem Blödsinn auf. Finde heraus, wer dieses Gebäude in die Luft jagen will, und rette den Tag. Ich öffne dir sogar die Tür. Ah, okay. Wir müssen also erst das Tutorial machen, dann sagt er, dass wir mit dem Blödsinn aufhören sollen. Und jetzt müssen wir wieder. Okay, also jetzt müssen wir hier. Wir müssen hier weiter. Gut. Okay, alles klar. Also, wenn du Angriffe zu Serien verbindest, füllt sich deine rote Combo-Anzeige in der linken oberen Ecke. Wenn die Combo-Anzeige voll ist und blinkt, kannst du einen Superangriff ausführen. Okay. Okay, der einzige Superangriff, der bisher freigeschaltet ist, ist... Okay, 6 und 1, das kriege ich hin. So. Also, ich muss jetzt einen Superangriff machen. Und... Okay, warte, Superangriff. Oh! Das finde ich ja immer. Das finde ich aber schön. Das hat was. Okay. Dann aktiviere ich das jetzt. Hier in den Farben. Ah, okay, so. Okay, mit dem Spinsinn siehst du durch Wände und wichtige... Okay, du musst einer der Typen sein, die versuchen, das Gebäude zu sprengen. Okay. Oh je. Oha. Okay. Nachher sage ich dann noch ein bisschen was zu... Du musst dich um diese Bomben kümmern. Krabble einfach die Wand drauf an die Decke. Okay, drei mal. Ah! Dieses Symbol bedeutet, dass du eine Netzinteraktion ausführen kannst. Halte Netz gedrückt, um das Ding einzuspinnen. Hammer. Also ich glaube, das werde ich dann öfters machen, so an Wänden und Decken rum. Ein. Aha. Da steht auch so ein Typ. Probier ein bisschen mit Netzangriffen herum, dann findest du vielleicht sogar neue. Du sollst Leute sogar herumwirbeln können. Oh.
Ah, geil. Okay. Hammer. Okay, wir müssen jetzt rum hier rum, oder? Ah, nein, hier nicht. Andere Richtung. So. Mit Sprint erhöhst du dein Tempo. Sprint? Ah. Oh. Ja, Spider-Man. Wenn ich eines dieser Rohre runterziehen könnte, würde das Wasser das Feuer löschen. Dieses Rohr. Ah, okay. Das Rumba, bitteschön. Ah, eins. Okay. 2-1, 2-1, 2-1. Ah. Schön. Wenn du in die Luft gesprungen bist, kannst du erneut Sprung für einen Doppelsprung drücken. Auch bekannt als Bruch aller physikalischen Gesetze. Aber ihr Superhelden macht sowas ja wieder mit Zeit. Lass dich also nicht beirren. Ja, natürlich. Die Superhelden machen sowas die ganze Zeit. Ja, das kann ich nicht machen. So, also hier. Wenn du Sprung länger gedrückt hältst, springst du höher. Wenn du richtig lange festhältst, kannst du sogar mit einem Satz auf ein kleines Gebäude hopsen. Aber du bist zwar nicht ganz so beeindruckend wie der andere Kerl, aber mach dir nichts aus. Ich bin sicher, du hast dafür innere Werte. Okay, also hier, so, jetzt. Oh, schöner Kick. Finde ich schön, dass man sowas machen kann. Sehr schnell tot. Okay, jetzt geht's doch. Jetzt ist er... Ah, da geht die Tür. Gut, jetzt. Ja, mach dich bereit. Okay. Du leistest gleich eine temporeiche Heldentat. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen, ja? Du machst sowas schließlich immer. Ja, natürlich immer. Oh, okay. Alles klar. Hilfe! Bitte helft mir! Alter, sieh dir aus. Bitte schneiden Sie sich an. Es wird holprig. Danke, dass Sie mit Air Spidey fliegen. Natürlich, Air Spidey. Das quälten. Okay. Ein weiterer Tag im Leben der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. In letzter Zeit läuft's recht gut. Ich habe eine Freundin und New York mag mich auch endlich. Nicht, dass ich keine Probleme hätte. Dieser neue Typ beim Daily Bugle zum Beispiel, Eddie Brock, der geht mir langsam echt auf die Nerven. Und Harry, mein bester Freund, redet nicht mit mir. Und als würde das nicht reichen, teilen neue Gangs die Stadt unter sich auf. Also nichts, womit ich nicht klarkomme. Es ist komisch. Seit Doc Ock gab es keinen großen Superschurken in der Gegend. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl, als würde mir der Himmel auf den Kopf fallen. Oder so. Wenn du Schwung drückst, verschießt du eine Netzleine, an der du schwingen kannst. Halte Schwung dann gedrückt, um dich an der Netzleine festzuhalten. Nochmal probieren. Aha. Schön, schön. Okay. Nein, was war das jetzt? Der Trick beim Schwingen ist, dass du immer an etwas schwingen musst. Ganz genau. In der Luft kann man schlecht ein Netz befestigen. Also pass auf, dass immer ein Gebäude in der Nähe ist. Verstanden? Gut. Okay, jetzt fallen wir hier einfach mal. Aha, okay. Schön, schön. Also hätte ich ja überhaupt nicht erwartet, dass Spider-Man so umschwingen kann. Also überhaupt nicht. Siehst du diese kleine Markierung auf dem Bildschirm? Ja. Dieser Typ erzählt dir etwas, was dich interessieren könnte. Geh nach vorn. Na los. Sicher, dass du mir zwei Sachen wissen willst? Ich bin mir sicher, manche Sachen will ich gar nicht wissen. Mit dem linken Stick kannst du deine Netzleine ausrichten. Wenn du nach links willst, drück nach links.
Wenn du nach rechts willst, drück nach rechts. Du weißt schon, drück den linken Stick einfach in die Richtung, in die du willst. Ja, einfache Steuerung. Ganz einfach. So, dann heizen wir mal hier los. Und was zum Spiel, das sage ich dann gleich noch. Sprungtempo kann ich nicht. Oh, nicht überfahren. Okay, und jetzt? Wenn du schneller vorankommen willst, setz den Boost kurz vor dem niedrigsten Punkt der Schwungkurve ein. So wirst du nach vorn katapultiert. Wenn du höher kommen willst, setz den Boost gegen Ende deiner Schwungkurve ein. Okay, oh, da geht's gehabt. Alles klar. So, mach ich schnell. Nach oben. Alles klar. Okay. Ja, ganz simpel. Ich weiß, Schwingen ist schwer. Aber wenn du ein bisschen geübt hast, schwingst du wie ein Profi. Also weitermachen. Oh, und achte auf Gebäude. Natürlich. Immer. Mit der Zoom-Karte kannst du in dieser großartigen... Oh, Entschuldigung. Mein Fehler. In der Stadt sind jede Menge Markierungen, die für Missionen stehen. Du kannst dir eine suchen, indem du auf der Karte nachsiehst oder mit den unten eingeblendeten Tasten durch sie durchschaltest. Versuch's mal. Okay, probier nochmal. Wenn du dir eine Mission ausgesucht hast, kannst du sie mit dieser Taste markieren. Wenn du dann die Zoom-Karte verlässt, erscheint ein Pfeil auf dem Bildschirm, mit dem du die Markierung finden kannst. Gut, also da haben wir die Exit Teil 1. Ja, 2. Ja. Das ist also die Zoom-Karte. Eine praktische Sache. Wenn du mal nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, schau einfach auf der Karte nach. Und jetzt ab in die Stadt und leg los. Alles klar, okay, jetzt haben wir den... Ja. Jetzt haben wir endlich den Schwafeltyp nicht mehr in der Backe und jetzt... probiere ich mal was aus. Und zwar... So, hier, also ich glaube, ich werde öfters wie immer nur in Notsituation auch diese schöne Karte sehen. Weil... Ach, keine Ahnung. Mache ich halt etwas. Denke ich mal, dass ich etwas brauche. Okay, dann gehen wir wieder raus. So. Genau, ich wollte noch was zum Spiel erzählen. Und zwar, ja, man sieht es wahrscheinlich auch schon. Die Grafik ist nicht gerade die beste. Aber es liegt halt daran, dass Spider-Man 3 auch schon etwas älter ist wie andere Spiele. Und ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam viel Spaß haben werden und dass euch meine Let's Plays gefallen, weil ich weiß ja nicht, jetzt stehen manche auf mein Geschwafel, vielleicht auch nicht. Manchmal laber ich auch Scheiße oder nur Scheiße, je nachdem. Und ja, dann denke ich mal, fangen wir mal mit der ersten Mission an, weil ich bin richtig heiß drauf, ja. Und machen wir das hier, das sieht grün, grün ist immer gut. Denke ich doch. Halt! Okay. So. Und was ich auch noch sagen will, ich spiele mit meinem geilen Gamepad, ja, nicht mit Maus und Tastatur. Ich weiß ja nicht, ob man es vielleicht hört. Und ja. So, schießen wir mal. Oder besser gesagt, schwingen wir uns mal zu dieser Mission. Oh, was passiert eigentlich, wenn ich hier stehe? Ich verfährt mich das Auto dann? Ne. Ich hab mal Alarm. Oh, okay. Okay, das... Ach, stirb! Das kann ich ja nicht bringen. Aber überfährt er einfach so einen geilen Superhelden, das gibt's ja mal nicht. Das kann doch gar nicht. Ah, oh, Leute wegkrempeln finde ich immer geil.
Okay. Oh, Schütze. Da war doch gerade noch der Mann, oder? Nein. Ah, ich renne schneller wie so ein Auto, fertig und unlogisch. Okay, und die Leute, die sollen sich angeschickt, wo ich dann noch sie wegschickt, die. Ja, einfach nur irre. Dann. Yay. Okay. Ich glaube, das war jetzt genug Spaß für den Anfang. Okay, hier war gerade so eine Stelle, weil wie der Typ am Anfang gesagt hat. Oh, Mann, nein! Wow! Alter, der schießt auf mich. Oh, Hammer. Okay. Das Spiel macht mir jetzt schon viel Spaß. Ich spiele allgemein gern Baller, Schlägerspiele und so Zeug. Aber auch Strategiespiele. Oh, und das war gerade mega der Bug. So. Alles klar. Geht's euch gut? Geht's dir gut? Okay. Verbrecherjägerwertung. Die Verbrecherjägerwertung zeigt an, wie die Bürger von New York dich sehen. Du erhältst Energie- und Reflex-Upgrades, wenn du Verbrecher bekämpfst, und deine Verbrecherjägerwertung erhöht sich. Ja, erhöht sich, genau. Deine aktuelle Wertung findest du im Pausenmenü. Pausenmenü? Ne, das ist nicht Pausenmenü. Ah, Pausenmenü. Und, okay, Verbrecherjagd. Drachenschwanzorden. Ah, so ein Candy. Ah, ich glaube, das sind, glaube ich, die ganzen Gangs. Apokalypse. Okay, da haben wir 1%. Okay, also gut. Dann nehmen wir das ja auch schnell. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier mal die Mission starten, mache ich schnell eine Aufnahmepause. Und ich bin dann gleich wieder für euch da, wenn es wieder heißt. Oder halt, halt da. Ja. Wenn es wieder heißt, Let's Play Spider-Man 3 mit diesem... Boah. Mit diesem unglaublich beweglichen und sportlichen Parkour. Bis dann.